Aufnahme läuft. Okay, es ist einfach mal fucking Donnerstag. Wir sind tatsächlich einen Tag früher fertig. Das ist eine Premiere. Sowas gab es noch nie in der gesamten Tube Clash-Geschichte seit Staffel 1. Das sollte unbedingt in das Tube Clash-Wikipedia geschrieben werden, Leute, weil das ist und bleibt, glaube ich, ein Rekord. Wir haben morgen frei. Einfach während der Produktionszeit haben wir jetzt einen Tag frei. Das ist so. Ja, wenn es so weitergehen würde. Prima. Es ist lustig, dass ich gerade ungelogen vor 2 Tagen oder sowas unter der letzten Folge gelesen habe. Ich wünsche mir, dass Julians Blog endlich vorkommt. Wir sehen, wo er abgeblieben ist. In der Unterwelt bei den Abschaum-Zombies. Und wer genau hinguckt, sieht, dass die beiden rechts von Julians Blog die beiden Zombies sind, auf denen er auch in der ersten Folge angeritten kommt. Ey, es fühlt sich so unglaublich gut an, dass sie jetzt wieder da sind, weil wir wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube schon, nach Ende der ersten Staffel meinte Ali irgendwann so, was ist eigentlich mit den Zombies passiert, auf denen Julian ankam? Es ist wirklich cool, dass man jetzt noch mal Puffer hat, wo beide Clashes da sind, um diese ganzen offenen Storystränge mal zu Ende zu bringen. Also beim ersten Mal Tube Clash hat Julian ja noch übelst geflucht die ganze Zeit, war sexistisch, hat die ganze Zeit Ausdrücke benutzt und so. Und das ist lustig, weil es macht ja auch im Original. Aber ich fand es jetzt noch lustiger, es zu überzeichnen und ihn mit derselben Aggressivität irgendwie so richtige Lappenbeleidigung raushauen zu lassen. Mit all dem Scheiß, der gerade auf YouTube abgeht, wissen wir, wir haben auch, die Jungs sind YouTuber, sie haben auch eine gewisse Vorbildfunktion, also wollen wir Tube Clash auch genauso rüberbringen und nicht mit den gleichen Beleidigungen, die Julian in der ersten Staffel hatte. Einmal müssen wir uns nicht mehr fremdschämen, wenn du im Kino neben Eltern von 6-Jährigen sitzt und Julians Blog da vorne, Mutterficker und was ich was sagt und du sitzt nur so da so. Und zum anderen kommen wir nicht damit in Konflikt, dass wir generell im relativ jungen Publikum die ganze Zeit nur irgendwelche Assi-Wörter um die Ohren knallen. Deswegen haben wir das hier ein bisschen runtergeschraubt, aber auf eine witzige Art und Weise, weil man kann sich ja trotzdem aus den Wörtern ausdenken, was er wirklich sagen will. Wir erfahren jetzt eigentlich, dass an der Oberfläche da herrscht der Final Clash und in der Unterwelt herrscht was ganz anderes. Wookie Clash oder Zombie Clash. Le Zombie und Julians Blog kämpfen auch schon seit Tube Clash Staffel 1, seitdem er ein Zombie ist. Das ist wirklich lustig. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals aus der ersten Staffel die 9. Folge gemacht haben, wo sie im Papierkorb waren, wo Julian Flo beißt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ich fand es irgendwie lustig. Ich hatte damals ja auch diesen Teil selbst geschrieben und habe mir gedacht, irgendwie wäre es witzig, wenn die beiden sich da schon prügeln würden. Wer hätte gedacht, dass das mal solche Auswirkungen hat und dass wir jetzt in Staffel 3 an diesem Punkt landen? Ich glaube, wenn wir mehr Episoden machen, könnten wir das, was unten erzählt, vielleicht auch noch besser ausbauen. Das, glaube ich, könnte lustig werden. Oder vielleicht habt ihr ja eine lustige Fanfiction-Idee. Dann schreibt ihr das, was Julians Blog mit LeFloid macht. Also nicht wieder das, Leute. Oh, ihr seid ekelhaft. Seitdem Tadel zurück ist, macht er, glaube ich, so eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, es kostet schon mega viel Kraft, wenn man einmal vor dieser Wall steht und sich denkt so, eigentlich habe ich hier nichts mehr verloren, dann wieder zurückzukehren. Und dann kriegt er einfach direkt nochmal aufs Maul. Wie fies ist das Schicksal dieses Jungen? Noch mehr härter rejected kann man, glaube ich, nicht werden. Ich glaube, man kennt das ja auch ein bisschen aus dem richtigen Leben. Wenn jemand jemanden verletzt, dann empfängt er den nicht nach einem Tag der Entschuldigung oder hat sich nicht mal entschuldigt. Tja, das sollte er mal versuchen vielleicht. Ich finde krass, wie kalt, dass Manu erstmal lässt, weil man sieht, Manu wird auch nicht groß sentimental, obwohl er sieht, dass Tadde ganz schön leidet. Also er hat Spaß, glaube ich, dran, Tadde leiden zu lassen und genießt das auch so ein bisschen, das gerade auszukosten, seine Wut. Trotzdem haben wir heute gesagt, dass es wichtig ist, dass Tadde jetzt nicht in diese Jammerrolle verfällt. Wenn sein restliches Dasein nur daraus besteht, rumzuweinen und JLP um Verzeihung zu bitten, dann wird er, glaube ich, ein super ätzender Charakter und das wollen wir nicht. Der muss jetzt mal ein bisschen den Schwanz auf den Tisch hauen, so. Mir gefällt, dass man sieht, dass Manu einfach im Clash 1 der Boss ist. Er sagt, er hat keinen Bock auf Tadde und alle halten sich daran. Code Mirror bleibt auf Manus Seite. Aber was ich finde, ist, dass sie vielleicht aber Manu ins Gewissen reden könnte. Aber das macht sie nicht. Ich hoffe, das macht irgendwer vielleicht, weil irgendwer muss dem Jungen mal die Meinung sagen. Aber ja, es wäre, glaube ich, einfach für die Seele angenehmer, wenn sich jemand auf seine Seite stellen würde. Vielleicht passiert das ja noch. Wer weiß, vielleicht hätte Chan ja was gesagt, weil der hat ihm ja zugewunken, fröhlich, aber der kann nichts sagen. Sowas gibt es ja auch im echten Leben. Wenn sich zum Beispiel ein Pärchen trennt, ist das ja auch manchmal so, dass dann der eine zu seinem besten Freund sagt so, hey, kannst du vielleicht nicht mehr so viel mit dem abhängen? Ich komme damit gerade nicht klar und so und ja, wahrscheinlich ist Code Mirror einfach so eine Person auch für Manu. Die Cyborgs sind zurück, sie sind super lustig, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich glaube, je mehr man es guckt, desto mehr merkt man es auch. Was ist eigentlich falsch mit Bergmann? Also wie viele Schrauben sind locker bei dem? Ich habe mich schon immer gefragt, was in seinem Kopf vorgeht, aber jetzt diese komische Maske, Alter, wie crazy ist der? Aus jeder
Sad-Situation kann man auf die Cyborgs schneiden und hat irgendwie was Witziges, habe ich das Gefühl. Trotzdem merkt man, die haben irgendwie ein krasses Wissen. Also sie sind nicht einfach nur da, um lustig zu sein, sondern am Ende der zweiten Staffel sagten sie ja schon, ihr solltet gar nicht hier sein. Und sie jumpen zwischen den Welten, was ja jetzt auch klar wurde, wenn sie sagen, okay, es gibt verschiedene Welten und in der Welt, das ist eine der Welten, wo die neuen Clasher sich wirklich manifestieren konnten, wo es eine neue Staffel gibt, wo praktisch nicht alles zugrunde geht. Also werden sie wahrscheinlich hier alles tun, damit sie das bekommen, was sie eigentlich in allen anderen Welten suchen, damit sie endlich an das Tablet drankommen und sich zu Menschen machen können. Ich finde doch, die Art, wie die Cyborgs reden, machen gleich so Fanfiction-Träume auf, weil man gleich denkt, okay, es gibt verschiedene Welten, in denen vielleicht das Ganze ganz anders gelaufen wäre. Wir wollten eigentlich in der zweiten Staffel auch schon so eine Anspielung machen, als das Flugschiff von denen explodiert ist und die abgestürzt sind. Wir hatten die Idee, dass sie in irgendeiner Post-Credit-Szene sagen so, also wir waren schon so oft an diesem Punkt, aber das ist uns noch nie passiert. Aber dann haben wir gedacht, das wäre wahrscheinlich zu krasser Spoiler, deswegen lassen wir es erstmal raus. Mir gefällt, dass an dem Punkt nochmal deutlich wird, was für eine besondere Rolle die neuen Clasher haben. Die Cyborgs sagen dann ja so, yo, also in dieser Welt haben sie es geschafft, sich zu manifestieren. Das heißt, vorher in den Welten, wo sie waren, ist es wohl nicht dazu gekommen. Mir gefällt das, weil die neuen Clasher einfach dadurch nochmal, ja, mehr hervorstehen und man sieht so, okay, die haben die Möglichkeit, etwas zu verändern, was die anderen wahrscheinlich nicht können. Und ja, das war ja auch so ein bisschen der Wunsch, den wir hatten, als wir angefangen haben, diese Staffel zu machen. Gut, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und keep fingers crossed, dass es den nächsten Wochen so entspannt weitergeht. Danke an das Team für die Arbeit diese Woche. Letztes Mal sagt ihr schon grandios, jetzt noch grandioser und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, Leute. Bis dann.